And then, yeah, it's like almost like a skinny fat feeling. It's dreadful. Okay, no time. Hallo, hier ist Günter Schlierkamp und mein Freund Mehmet. Er ist auch von Europa. Der ist, du bist aufgewachsen in France, right? In Frankreich, in Paris. Ist türkisch, hat aber über 20 Jahre in Paris gelebt. Ist auch hier rausgekommen. Arbeitet für Christian Audier, you know, at Hardy Clothing. Und wir machen hier heute in Venice Beach, im Goldschirm, immer noch Goldschirm hier, machen wir ein Bizep-Trizep-Workout. Und da könnt ihr uns mal verfolgen. Mehmet, hast du noch irgendwas zu sagen? I'm very good, but I'm Mehmet Yildirim. Fransa'da yaşıyordum. Donc, Fransa'da yaşıyorum. Hindi 4 senedir Amerika'dayım, Los Angeles'te kalıyorum. Alman arkadaşlar ve Türkler çok bunu severler. Donc, bugün biceps and triceps yapacak Günter'le. Bakacak nasıl olacak. Also, verfolgt uns. So, wir sind hier eine Preacher Curl Maschine. Also ist Ersatz für SZ-Stange. Und natürlich, wie ihr sehen könnt, hier der Bizep, die Griffhaltung hier, wie in diesem SZ-Bereich, wie bei der SZ-Stange, ist, als wenn man halt sich mehr auf diesen inneren Bizep, auf den Peak konzentriert. Was halt auch, wie gesagt, sehr wichtig ist, um halt den Peak rauszukriegen. Und wie gesagt, die Maschine ist hier wirklich gut und deswegen nehmen wir es als Ersatz. Wir machen hier Skull Presses und Mehmet macht das hier mit einer SZ-Stange. Enger Griff und wo man hier halt bei achten muss, ist, dass man halt hier nicht, dass man den Oberarm hier ruhig hält und nur aus dem Unterarm sozusagen rausarbeitet, dass man halt nicht vor und zurück geht und halt mit der Schulter arbeitet und alles halt das Gewicht halt mit der Schulter übernimmt, sondern dass man sich nur auf den Trizep hier konzentriert und so wenig wie möglich hin und her spielt mit dem Schulterbereich. Das kann man auch mit einer Kurzhantel machen. Ich mache es zum Beispiel, ich mag es gerne sitzend und nehme eine Kurzhantel, die ich dann halt in sehr engen Griff nehme und hinterm Kopf runterlasse, weil ich finde, da kriegt man nochmal einen extremeren Stretch, also in dem Trizepsbereich. Und wie gesagt, man kann es halt immer abändern. Ich bevorzuge halt schwere Kurzhantel anstatt eine SZ-Stange, weil ich mag lieber, wenn man halt diesen engeren Griff noch hat und man kann dann auch enger mit den Ellbogen zusammengehen. Wie jeder es will. Also jeder kann halt seine Lieblingsübung aussuchen und ist halt gut, wenn man halt immer mal abwechselt. Ne? Man kann das mal eine Zeit lang so machen, mal eine Zeit lang so. Trainieren hier gerade Hammer Curl und zwar, ich mag halt jeden Engel zu trainieren. Das heißt Easy Grip, Overextended und Hammer Curl. Das sind halt Hammer Curl, Easy Grip, Overextended. Das sind für mich drei verschiedene Engel und wie ihr sehen könnt, trainiert es halt den langen Kopf vom Bizep. Also, ihr benutzt auch hier den mittleren, hier den Brachialis auch, der halt auch hilft noch, den Bizep teilweise mehr rauszupushen. Und wie gesagt, unheimlich gute Übung. Mir hat es halt viel gebracht, um den Bizep voller und runder und halt den Peak ein bisschen mehr rauszukriegen. Also, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Ja. Und immer sicher gehen, dass man halt die drei Engel hat. Hammer Grip, Easy Grip, Overextended. Here, see? That's what happened when you do that. So, wir machen hier die normalen Pressdowns mit der SZ-Stange und ich finde, das ist ein Muss, die man immer dabei haben sollte. Man kann das auch mit einer geraden Stange machen. Wie ihr sehen könnt, habe engaged hier den ganzen Trizep, den langen und auch hier den oberen, den kürzeren. Und wie gesagt, das ist sozusagen wie eine Muss-Exercise, die jeder immer in einer Art und Weise dabei haben sollte. Man kann das halt, wie gesagt, SZ-Stange, gerade Stange, ist halt der Griff ein bisschen anders und auch
wie gesagt, mit dem Seil, was dann natürlich auch wieder nur mehr auf den äußeren und auf den längeren, Trizep geht. Ja, das ist es eigentlich im Großen. Sehr gute Übung, sollte immer dabei sein. Also hier ist eine Übung, die ich unheimlich mag. Sieht man auch nicht zu oft, aber mittlerweile sieht man es auch mehr und mehr. Das ist halt eine Konzentrationsübung. Kann man mit einer SZ-Stange machen oder auch mit einer Langhantelstange. Mehmet sagte, er hatte ein bisschen Probleme mit der Risk, also nimmt halt ein bisschen die SZ-Stange, um halt das so ein bisschen zu unterstützen und halt nicht so auf den, wie gesagt, Schmerz zu konzentrieren. Aber wo man halt sieht hier, man kann nicht wirklich viel Schwung nehmen, ebenso wenn man versucht, man kann halt nicht viel mit Schwung arbeiten. Das ist halt das Gute hier und das liegt daran halt, wie man angewinkelt ist und halt auf dieser Schräge liegt. Und wie gesagt, halt super Übung, Isolation und halt gut für als Konzentrationsübung gut zu machen, auch zum Schluss, nachdem man halt, wie gesagt, die letzte Übung für Bizeps macht. Also hier ist eine neue Trainingsvariante von Charles, die ich mal gelernt habe vor langer Zeit. Und zwar einfach Maschinen und Angle anders benutzen, also Winkel anders benutzen. Und zwar ist es hier halt eine Bizepsmaschine, die man natürlich, was natürlich auch ein bisschen gefährlich ist, man sollte immer einen dabei haben, auch so rum benutzen kann und die einfach super auf den Trizep geht. Und man kann dabei nicht pushen, man kann halt keinen Schwung holen, das ist eine totale Konzentrationsübung. Das ist natürlich nicht, um viel Gewichte zu ballern, sondern einfach nur, um den letzten Rest noch aus dem Muskel rauszukriegen. Also unheimlich gute Übung. Wenn ihr so eine Maschine hier im Studio habt, diese ist von Precore, versucht mal, ob es da geht. Ich weiß nicht, ob die euch lassen. Hier in Goldschirm ist halt alles möglich. Ich habe hier vorhin schon über Kopf Sonnenengel gehabt, wo ich die Hände so hatte. Jetzt versuche ich halt einen anderen Griff zu kriegen und mache das halt mit diesen Bändern hier, dass halt mehr noch hier auf den langen äußeren Trizepkopf geht, um halt den Trizepkopf noch mehr rauszubringen. Und wie gesagt, ich habe diesen Griff schon oft benutzt. Jetzt versuche ich nur einen anderen Griff zu benutzen und auch einen anderen Engel und Winkel zu kriegen. Ich hoffe, euch hat unser kleines Bizep-Trizep-Workout gefallen. Meine Guns sind alle aufgeblasen und dieses Training habe ich schon so beigehalten, halt, wir call it hier Push and Pull, drücken und ziehen, weil du kriegst halt, wie ihr schon alle wisst, wahrscheinlich habt ihr das oft genug gehört, beim Bizep ziehst du und wenn du Trizep machst, du drückst und dann stretchst du halt, entspannst oder wie gesagt, stretch halt den Bizep aus. Das hilft dir natürlich auch Muskelwachstum, Durchblutung und. Hat sich bei mir sehr gut bemerkbar gemacht, glaube ich, über die Jahre. Wie gesagt, alle Leute sagen, ich habe super Arme, denke ich mal. Und wie gesagt, ich habe damit sehr viel Erfolg gehabt, habe das über Jahre so beigehalten. Natürlich kann man die Übung immer abändern, weiß, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber wichtig ist in meiner, was ich denke und auch in meiner Erfahrung, auch immer den Griff zu ändern. Hab eine Übung, wo du so einen Hammergriff hast, mach eine Übung, wo du wie so einen RZ-Griff hast und dann auch eine überextended, das natürlich mit der Kurzhantel oder auch mit einer geraden Stange, mit einer Langhantelstange machen kann, wo man halt diesen überextended Griff hat. Das heißt, man sieht es auch hier, weißt, da kommt halt diese Bewegung durch und da kommt halt der Peak auch zustande. Ich denke, das hilft halt viel. Könnt ihr mal ausprobieren, vielleicht bringt es euch was. Mir hat es halt viel gebracht, denke ich. Und ich gebe mal weiter hier an meinen Freund Mehmet. Ja, şimdilik bicepsle tricepsi bitirdik. İnşallah sevdiğiniz bu training bugün için. Benim arkadaş Gunter'le çok iyiydi. Bugün işte bicepsi çalıştırdık. Şöyle başka angle'ından ya da tricepsinden böyle. Çok iyi işte Gunter 10 senelik arkadaş benim.
trening de olabilir. Günter çok önemli Mr. Olympia falan yaptı. İnşallah işte başka bir günde görüşürük, beraber buluşuruk. İşte Body Stream website'ından şimdi size hoşça kalın diyorum. Bye.